Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Truck Driver. Ich habe jetzt versucht, wirklich minutenlang irgendein Let's Play aufzunehmen und das Problem war, die Spiele starten nicht. Ich kann My Summer Car nicht starten, ich kann Forza Horizon nicht starten, ich habe es mit Dirt probiert, wobei Dirt jetzt erstmal regelmäßig kommt, weil ich genug voraufgenommen habe, aber was soll denn das? Mein Gott. Schlimm hier, ich sag's euch. So, mittlerweile können ja die Konsolenspieler mitspielen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dem Spiel, ne? So, wir sind ja hier jetzt aktuell am Hafen angekommen. Wir haben die wertvolle Luxusfracht im letzten Part weggebracht. Und, das freut mich natürlich, das freut ihn natürlich. Alle sind happy und glücklich darüber, dass wir mehr Kohle verdienen können. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir fahren erstmal zurück. Warum fahren wir zurück? Weil wir noch genug zu tun haben. Und der Auftraggeber immer irgendwas für uns offen hat. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal den ersten Auftraggeber fertig machen, weil mit diesem Auftraggeber hat man dann einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, irgendwo unterzukommen, weil er empfiehlt ja letztendlich auch einen und dadurch hat man halt diese gewissen Vorzüge, sagen wir es mal so. Nennen wir es Vorzüge, ja. So, ich finde es übrigens schön, dass ihr genauso Truck Driver abfeiert wie ich. Es gibt auch viele Kommentare, die sagen, ja, das Spiel sieht aus, als ob es auf dem Handy laufen würde. Vielleicht läuft es auf einem Handy. Wenn du ein gutes Handy hast, versuch es zu installieren, viel Spaß damit, aber ich denke mal, dass es nicht auf dem Handy laufen wird. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier zusammen mit den Konsolos spielen und die Handy-Gamer doch vielleicht bei Candy Crush bleiben sollten. Genauso wie, dass es für manche Spiele sogar Weltmeisterschaften gibt. Ne? Auf dem Handy. Was ich nicht verstehen kann, aber okay. Spiele sind Spiele, Spiele sind zufallsorientiert, von daher ist das vielleicht da auch eine Marktlücke gewesen, womit man Geld verdienen kann. Ne? Ja, was ich mir persönlich wünschen würde. Ich meine, wir haben hier noch gute 2 Monate Entwicklungszeit für den PC. Die Konsolenversion ist ja nun veröffentlicht. Huch, der hat nochmal so einen Zickzack-Ausschlenker gemacht. Wie gesagt, es ist alles hier noch in der Beta-Phase. Es ist hier noch nichts vollendet oder so. Das heißt, diese ganzen Fehler, die ihr seht, die können vorkommen. Kann passieren. Ich selber sehe das eh nicht so eng. Mir ist es immer relativ Wurst, weil ich meine, die Entwickler stecken da echt viel Zeit rein. Und dass das Fahrzeug mal so einen coolen Schlenker macht, nach rechts oder nach links, solange es mich dabei nicht trifft und mein Fahrzeug beschädigt, ist mir das alles egal. Wirklich, also dann interessiert mich das nicht und gut ist. So, hier müssen wir raus. Den werde ich jetzt überholen, weil ich fahre jetzt hier nicht ganz langsam entlang. Und, ja, diese 2 Monate sollten genutzt werden für ein paar Dinge, die ich mir persönlich wünschen würde. Unter anderem hochauflösende Texturen. Ich meine, die Glasscheiben und alles, die Reflektion, das Wasser sehen wunderschön aus. Die Bäume sehen wunderschön aus. Es gibt aber immer Details, die man vielleicht noch verbessern kann. Unter anderem das Straßendetail, das Interieurdetail, das Grasdetail könnte ein bisschen hochauflösender sein. So in die Richtung eben, ne? Und das wäre schön, wenn da noch was machbar wäre. Aber sonst, ich finde die Sounds gut gemacht. Also Blinker-Sounds, Motorsound, auch dieses leichte Brummen jetzt hier beim Tempomatfahrten und so, das ist schon alles ganz okay. Ich bin ehrlich, da würde ich jetzt nichts dran ändern wollen, weil es läuft ja so. Gehen wir direkt hier schlafen, dann müssen wir gleich nicht noch extra zum Schlafplatz fahren. Habt ihr gesehen, die Reflexion?
im Wasser gerade? Ich zeige euch das nochmal. Achtet mal hier auf das Wasser. Auf die Pfütze. Wenn sie noch da ist. Habt ihr gesehen? Der Baum. Also es wird schon arg darauf geachtet, was spiegelt sich denn noch so in dieser Pfütze. Vielleicht auch dieser Baum? Dann ist es zumindest eine Echtzeitreflexion. Ja, guckt euch das mal an. Das sieht doch mega gut aus. Da ist auch noch ein bisschen Öl drin. Ne? Könnt ihr es sehen? Hier. Der Schimmer vom Öl. Leute, das ist geil. Also das kann der ETS nicht. Ne? Nur mal so am Rande. Oh, der ETS ist doch so toll und gut. Ja, natürlich. Optisch sieht das Ding bombastisch aus. Vielfalt, natürlich. Logisch. Es gibt es ja auch nur mal seit, soviel ich weiß, 2012. Ne, das Spiel ist 7 Jahre alt. Natürlich gibt es da mehr Content als für den Truck Driver, der noch nicht erschienen ist. Auf PC. Das ist eben so, da wo man immer so ein bisschen heuch sein muss. Was man lernen muss, einfach mal Geduld mitzubringen. Und es hat sich so viel in den letzten Monaten in diesem Spiel getan. Das könnt ihr gar nicht glauben. Also nicht nur optisch, sondern auch technisch. Ich spiele das ja schon ein paar Tage ohne Aufnahmen und habe mitverfolgt, was sich da alles getan hat. Und es hat sich wirklich viel getan. Definitiv. Ich hoffe auch, dass die sichtbare Reichweite im Heckspiegel noch ein bisschen erhöht wird. Oh wei. Huch. Weil die ist was niedrig eingestellt. Die kann ich auch leider nicht höher stellen. Ich dachte vielleicht, das liegt an meinen Einstellungen oder so. Aber da kann ich nichts dran feilen, was das jetzt ändern würde. Wir spielen hier auf den maximalen Details. Die Leute, die auf der Xbox spielen oder auf der PS4 Pro, die können ja auch sogar in 4K genießen, wenn sie ein 4K-Display haben. Und ich denke mal, das sieht auch ganz nett aus in 4K. Wir spielen jetzt in WQHD. Das heißt in 2560x1440. Das ist schon eine hohe Auflösung für am PC meiner Meinung nach. Also das ist so, es sollte der Standard werden. Full HD ist immer noch der Standard, aber diese Auflösung sollte definitiv Standard werden. Und 4K bleibt einfach ein luxuriöses Scheißding. Das ist, viele Spiele laufen immer noch nicht 4K flüssig. Und dafür hole ich mir nicht extra ein riesengroßes System. Ah, Fähigkeitsstufe wurde erhöht. Du hast die Stufe 3 der Fähigkeit vorsichtiger Fahrer erreicht. Und dafür kriege ich $1,500. Das ist aber nett. Ich hoffe auch bei Veröffentlichung bleibt mein Spielstand erhalten. Nicht, dass wir jetzt hier 2 Monate durchzocken ohne Ende und danach feststellen, hey, ja, der Spielstand, der ist leider weg. Warum? Ja, wir mussten das Spiel aktualisieren. Ja. Ja, das wäre schade. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, dass die Zeit genutzt wird und optimal daran gearbeitet wird. Übrigens, vielen herzlichen Dank nochmal an alle, auch die während meiner Krankheitsphase meine Videos geschaut haben. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, ihr habt manche Videos auch kommentiert. Ich finde das schön, dass auch meine alten Videos noch geschaut werden, weil man da auch früher genug Zeit investiert hat. Und dann freut man sich schon, wenn sich der ein oder andere hinsetzt und sagt, hey, ich gucke mir den ETS nochmal von vorne an. Oder hey, das erste Minecraft-Let's Play war super. Es war auch gut, muss ich zugeben. Eigenlob stinkt, aber ich selber finde, das erste Minecraft-Let's Play von mir war das Beste. Das aktuelle ist gerade noch auf Eis gelegt, weil, ja, Zeit. Ne? Oh, der fährt uns rein. Ja. Er ist tatsächlich reingefahren, unfassbar. Eine Frechheit, das war ich aber auch selber schuld. So. Aufträge, dann gucken wir mal. Der ganz große Fang. Ich habe dieses Mal einen richtig großen Auftrag für dich. Mehrere Lieferungen und Abholungen. Wenn du das hinkriegst. Ja, na klar. Ich bitte dich, Charlie. Und dann küsst du mir die Füße. Jetzt mal im Ernst, einige der neuen Klienten sind richtig dicke Fische. Du
meinst das ernst, oder? Was für Fische soll ich an diese Fische ausliefern? Hä? Nur das Beste vom Besten, wie immer. Kaviar, Baby, Aale, Hummer, solche Sachen. Okay. Klingt lecker. Befestige den Anhänger mit Luxusmeeresfrüchten. Oh, lecker. Da ist er. Da ist unser Luxusgut drinne. Ich mag das Automatikgetriebe nicht. Fällt mir gerade ein. Wollte ich noch gesagt haben. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, Südbay ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Wenn ich mich nicht irre. Huch. Noch 3 Minütchen. Das ist nicht weit. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Also liefern wir jetzt ein bisschen Luxusfische an die luxuriösen Fische. So könnte man das eigentlich sagen. Ich finde vor allen Dingen, dass abends die Grafik echt gut ist. Also wenn man sich das so mal anschaut, die Lichtverhältnisse und so, das sieht schon alles sehr gut aus. Ich finde es schön. Ich würde es auch ungern ab sofort mit ETS 2 vergleichen. So. Keine Vergleiche mehr, Leute. Es bringt nichts. Es ist ein unterschiedliches Spiel auf unterschiedlichen Plattformen und nö. So, das heißt, wir fahren jetzt mehrere Lieferungen hintereinander und Abholungen, okay? Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich hoffe, dass dafür aber auch ordentlich Kohle springt, dass wir vielleicht mal darüber nachdenken können und einen weiteren LKW zulegen zu können. Oder kann man mehrere LKW haben? Weiß ich auch noch nicht. Bin ich mir gerade noch extremst unsicher. Könnte gut sein, dass man irgendwie einen Fuhrpark hat, in dem man wechseln kann. Ja, Stufe 2 erreicht. Was gibt's Schönes? Den größeren Motor, mein Gott. Nee, komm. Jetzt nicht festhängen oder so. Es gibt Dinge, die müssen nicht sein. Festhängen zählt da drunter. Ich hänge ja noch nicht mal fest. Was ist denn los? Boah, hat die Stange so eine hohe Hitbox? Also es gibt Dinge, die müssen noch verändert werden. Unter anderem diese Hitbox dieser Stange. Unsere Reifen gehen langsam kaputt, sehe ich gerade. Das ist nicht so optimal. Aber es gibt andere Probleme, die wir haben. Die Reifen sind noch das kleinste Problem. Denke ich zumindest. So. Rechts rum. Abbiegen. Und da sind wir schon. Also, schwer war der Auftrag jetzt nicht. Bis jetzt. Mit ein bisschen Zickzack passt das Ding auch zu 100% da rein. $80. Ich habe den ersten Anhänger mit feinem Fisch in Südbay abgeliefert. Check. Super. Du kannst die zweite Ladung bei der Sammelstation abholen. Okay. Ein bisschen Feuerwehr-Action. Und wohin geht diese Ladung? Zu einem neuen Kunden in Osterhaven. Meeresküche von höchster Qualität. Okay. Wo ist denn die Sammelstelle? Hummer, wenn man es genau nimmt. Okay, das ist natürlich wirklich hohe Qualität. Ich verliere gerade den Faden. Ich bräuchte ein Navi-Ziel. Wäre nicht schlecht, oder? Zwinker-Emoji.
Cool. Das ist wirklich cool gemacht. Diese kleinen, aber feinen Unterhaltungen und so. Ich finde das cool. Viele schrieben von wegen, dass das so ein Spiel nicht braucht. Aber es ist halt auch auf Konsole und Konsole braucht sowas auch. Ich finde sowas cool, wirklich. Also ich fahre dann auch gerne diese Strecken ab, um einfach auch den Kontakt mit diesen virtuellen Personen zu halten. So, wie die Fahrt aber weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Bis dahin bleibe ich hier sitzen. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und tschüssikowski. Ciao.